Ein denkwürdiger Fußballabend. Wie erklären Sie sich, uns und den Fußballfans in Deutschland, was da heute passiert ist? Ja, am Ende haben wir viel Arbeit nach wie vor, viel Arbeit vor uns. Wir haben die erste Halbzeit, ich habe es gerade der Mannschaft gesagt, es geht viel um eine Akzeptanz der Situation, aber nicht um eine Opferrolle. Jetzt nicht in eine Opferrolle verfallen und sagen, wir kriegen das nicht hin und werden eine schlechte EM spielen, sondern es geht darum, dass wir akzeptieren, dass wir sehr viel Arbeit haben und auch akzeptieren, dass wir diese Nationalmannschaftsreise jeden eigentlich dazu veranlasst, Schritte mehr zu gehen, als wir es jetzt gemacht haben. Ja, wir müssen einfach akzeptieren, dass es unfassbar viel Arbeit ist auf allen Positionen. Die Trainer müssen es akzeptieren, die Spieler müssen es akzeptieren. Es wird hier im Hinblick Richtung Sommer nichts leicht von der Hand gehen. Das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist extrem viel Arbeit. Nicht Opferrolle und sagen, ja, es ist jetzt schlimm und blöd, sondern wir wissen, dass es Dinge gibt, wo wir ansetzen müssen und wo wir ansetzen können. Das weiß auch die Mannschaft. Nur wir müssen akzeptieren, dass das nur über extrem harte Arbeit geht und auch über, in Anführungszeichen, deutsche Tugenden. Das ist Fakt. Ja, wir können nicht in Schönheit sterben in den Spielen. Wenn man jetzt mal aus taktischer Sicht in der ersten Halbzeit sieht, ist einfach auffällig, dass wir werden auch im Sommer keine Verteidigungsmonster werden. Das sind wir nicht. Ja, da, wenn du die Nationalmannschaft siehst, von ihrem Talent, von Spielern, die zur Verfügung stehen, dann ist es eine Mannschaft, die eine große Gabe hat, Fußball zu spielen. Wenn wir aber dann natürlich im Spielvortrag fast alles aus dem Stand spielen, gar nicht andribbeln, allein unsere Abstöße, Baumgartner jedes Mal mit einem Meter zwei Spieler verteidigen können. Der Kai Havertz hat dann jede Situation noch einen Foul gezogen, das gut gelöst im Aufbau. Aber das war insgesamt, müssen wir, um die Qualität auf den Platz zu bringen, viel, viel mehr Dynamik entwickeln im eigenen Ballbesitz. Und dann kriegen wir... Aber warum passiert das denn nicht? Ja. Die Mannschaft wusste doch, um was es heute geht. Ja, klar wusste sie das. Ich glaube nicht, dass es... Die Türkei ist ein paar Tage her. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie es nicht weiß oder dass sie nicht will. So, natürlich ist da schon... Ja, Blockade ist das falsche Wort, aber wir sind jetzt nicht befreit. Ja, wenn man sie außerhalb wahrnimmt, auf dem Trainingsplatz wahrnimmt, ist eine unglaublich gute, geschlossene Gruppe und der Transfer auf dem Platz funktioniert einfach noch nicht. Es ist so, dass wir über die Linie gehen, der Schiri pfeift und dann ist es schon das Gefühl eher, es sind ein paar Einzelkämpfer und wir sind nicht diese Einheit, die wir außerhalb vom Platz sind. Also fehlt der Zusammenhalt in der Mannschaft? Nee, der fehlt nur im Spiel. Ja, im Spiel, glaube ich, gibt's. Wir sind einfach nicht, strotzen nicht vor Selbstvertrauen. Das ist einfach Fakt und das liegt auch auf der Hand, wenn man die letzten Jahre sieht. Und dann ist es natürlich das Schöne im Fußball, dass du eine Gemeinsamkeit hast. Und außerhalb des Platzes und auf dem Trainingsplatz ist die außergewöhnlich. Das habe ich der Mannschaft auch gerade nochmal gesagt. Aber wenn es aufs Feld geht, müsste das ja noch mehr werden. Eigentlich noch mehr bestärken, noch mehr. Wenn man durchs Hotel geht, 6 Stunden vorm Spiel, wo eigentlich die Jungs nochmal schlafen könnten, sitzen die aber zusammen und sprechen darüber, was jetzt gleich passiert oder passieren soll. Also es sind super viele gute Zeichen. Nur der Transfer aufs Feld, den kriegen wir noch nicht perfekt hin. Oder was heißt perfekt, nicht gut hin. Genau, im Moment gar nicht hin, muss man sagen. Wir würden gerne jemanden in die Diskussion reinholen, der schon sehr, sehr lange dabei ist, weil Mats Hummels nämlich jetzt gerade bei meinem Kollegen Boris Büchler steht. Ja,